Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Equestrian the Game und wir haben neue Zuchtversuche, denn wir möchten ja finally unser wunderbares Superpferd zusammenbekommen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall schon mal einen Anfang. Wir haben hier, wie ihr seht, einige, die morgen fertig sind. Morgen wird unsere große Viererwelle fertig. Heute haben wir aber ein Fohlen fertig. Es ist ein kleiner Araber. Dieses Filly erinnert mich so die ganze Zeit immer. Ja, ich weiß, es ist weiblich. Es erinnert mich immer an diese kleinen Pferde. Um Gottes Willen. Die Fillies sind die kleinen Pferde. Davon gibt es eine ganze Herde. So. Und wir schauen uns jetzt an, wie gut unser Fohlen geworden ist. Wenn ihr euch fragt, warum ich das immer Fohlen nenne, damit ich immer genau es direkt finde. Hier haben wir... Achtung, ich bin die Spannung gesteigt, Und... Es ist... Es ist schlecht geworden, weil ihr seht jetzt hier... Aus 700 und 729 ist 719 geworden. Also wir hatten die Möglichkeit, sehr hoch zu kommen. Aber, wisst ihr, was schon mal praktisch ist? Dass unser Fohlen 1, wir gucken mal gerade Nana Rosa an, in was Nana Rosa stark war. Weil vielleicht können wir nämlich direkt mit unserem Fohlen, oh mein, ich glaube, das ging doch, glaube ich, gar nicht, ne? Jetzt hätte ich nämlich gesagt, können wir mit dem Fohlen direkt züchten. Ich guck mal gerade ganz kurz. Dann können wir nämlich Nana Rosa rausnehmen. Ich guck mal gerade, Nana Rosa hatte eher in dem Bereich die Stärke. Aber Nana Rosa können wir auf jeden Fall verkaufen. Die war ja nur gekauft für das Züchten. So. Dann gucken wir mal, ob das Fohlen nicht direkt sogar ganz gute Ausgangssituationen hat, dass wir damit züchten können. Wir werden auch nicht drum rumkommen, dass wir ein paar Mixed Breeds machen. Müssen wir in dem Bereich machen, weil wir anders nicht reinkommen. Dann ansonsten in die Zuchtsachen. So. Dann gucken wir doch mal kurz an, ob wir direkt mit dem Fohlen züchten können. Also es ist ja jetzt kein Fohlen mehr im Endeffekt. Ja, können wir. Und jetzt gucken wir mal gerade in Breeding. Das heißt, das können wir nicht genau, weil es der Vater ist. Okay, alles klar, das ist so gewählt. Dann gucken wir einfach mal. Hier haben wir 769. Ist aktuell anscheinend wirklich das Höchste, was wir rausbekommen können. Das Höchste der Gefühle. Dann werden wir hier auch nochmal einen Mixed Breed machen. Können wir ja zur Not rauszüchten wieder dann das Ganze. Ist alles ein bisschen tricky. Man sollte nicht zu viele Mixed Breeds machen, aus dem einfachen Grund. Man kann ansonsten halt wirklich an gar nichts teilnehmen. Also so 1-2 Mixed Breeds ist nicht so das Drama. Aber wir müssen halt echt erstmal gucken, dass wir irgendwie... Moment, falsches Gebäude. Dass wir irgendwie halt die Pferde auch höher bekommen von den Stats. Das ist nicht so wichtig, weil ja auch mit den aktuellen Stats ganz gut nach oben kommt. Moment, was? Hä? Ey, ich war Level 23 beim Pass. Was? Wieso ist denn jetzt hier Kyoto? Moment, was ist... Hä, ist das gerade irgendwie ein Fehler? Moment. Ich muss mal ganz kurz irgendwie ein Rennen machen. Einfach nur mal, um zu gucken. Hä? Aber wir haben ja doch die Sachen an. Was ist das denn gerade mit dem...
Wir müssen einfach mal kurz eins machen, damit wir schauen, ob da jetzt irgendwie gerade ein Fehler ist. Oh Gott. Bitte nicht. Das wäre halt ernsthaft übel jetzt. Aber wir waren ja schon halb durch, deswegen. Okay, komm. Also das sieht so aus, aber als wäre es nur ein Anzeigefehler. Was zum... Jetzt haben wir es wieder. Oh Gott. Mein Herz, ey. Weil ihr seht es ja selber, wir sind ja jetzt schon bei 24 jetzt hier angefangen. Angekommen. Das nächste richtig coole sind dann so die Outfits hier oder auch hier die Satteldecke, glaube ich. Sieht ganz gut aus. Der weiße Sattel, ey, war 40. Ja, das ist aber jetzt echt komisch mit der Anzeige hier. Jetzt sieht es wieder richtig aus. Habt ihr das gesehen? Das war eben so eine Mischung aus dem letzten und dem aktuellen Pass. Das sah irgendwie so Kyoto-mäßig. Oh mein Gott. Ja, wir gucken mal, dass wir mit Cookie, weil Cookie hat einfach die besseren Stats gerade drin. Also ich bin definitiv dafür, dass es mehr Boxen gibt, weil ich habe, finde ich, gerade echt Probleme irgendwie noch Platz für die Zucht zu finden, weil wir einfach die ganze Zeit die Boxen voll sind. Also so, oh shit. Also so vier Boxen mehr oder sowas wäre wirklich hilfreich. Oh, hä? Warum ist es denn nochmal weggegangen, der Sprung? Ich persönlich würde mir halt sogar wünschen, dass die Fohlen dann noch in einem komplett eigenen Bereich sind. Weil ihr dürft ja nicht vergessen, das Fohlensystem ist ja aktuell noch nicht so, wie es sein soll. Das wird ja noch so, dass die Fohlen dann auch in der Zeit, in der sie Fohlen sind, dann von uns betreut werden müssen. Also haben wir dann nicht wie jetzt, dass wir die Wahl haben, gleich mit dem Fohlen weiterzumachen. Nee, so ist es nicht. Das wird dann tatsächlich so werden, dass wir unser Fohlen erst noch großziehen müssen. Und dann haben wir also dann zusätzlich zu unseren ganzen Pferden, die halt gerade aktuell an Sachen nicht teilnehmen können, haben wir dann auch noch die Fohlen, die auch noch Slots blockieren. Und das, finde ich, ist dann halt gerade mit der Anzahl von Pferden ein echtes Problem. Da kann man dann wirklich sagen, du haust eigentlich alle Pferde weg und züchtest die am Anfang einfach Mixed Breeds, solange es halt geht. Und danach machst du das Ganze dann hoch. Aber ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. So gelöst. Aber gut. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch demnächst ein paar mehr bekommen. Ein paar mehr Boxen wäre definitiv. Ah, nein, ich konnte nicht mehr drehen. Ich kann. Ich, oh nein, ich hab das wieder. Ja. Ich komm nicht mehr weg hier von dem. Das habe ich manchmal. Wenn ich irgendwie da gegen die Wand komme. Ja, ich komm nicht mehr zurück. Oh Gott. Gerade stelle ich mich aber auch an, muss ich ehrlich sagen. Welches Fett ist das denn gerade? Das lenkt so mega schlecht. Oh. Komm, wir müssen uns. Ach, das ist Ali, glaube ich. Oh, ich hoffe, wir haben noch keine Strafpunkte bekommen dafür. Ah, shit. Ja, verdammt. Da bin ich anscheinend auf das andere Pferd gerutscht. Gut. Aber bisher noch keine weiteren Erfolge in der Zucht. Ihr könnt mir mal in die Kommentare reinschreiben, wie eure Erfahrungen so aktuell in der Zucht sind. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
The truth.